Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Dem Spiel, in dem ich festgestellt habe, dass es nicht Sinn macht, über die Brücke zu hüpfen. Ich habe es irgendwie 30 Mal noch versucht. Das war ein bisschen, naja, sinnbefreit, würde ich sagen. Was ich aber machen kann, und das ist richtig schlau, ich porte mich einfach zu meinem Fahrzeug. Denn hier ist ein Catch-a-Ride. Hallo? Kenn ich das? Ach, das war doch das Teil. Ja, gut. Ich muss mich entschuldigen. Willkommen zum neuen und verbesserten Catch-a-Ride. Jetzt mit 47% mehr als 26% Todesfälle pro Jahr. Muss ich jetzt? Weniger als letztes Jahr. Kein Applaus, bitte. Ne, hier, zum Fahrzeug teleportieren. Wir halten fest, ich darf nicht gegen diese Kakteen fahren. Okay. Das heißt, das letzte Echo da hinten hätte ich mir holen müssen, nachdem ich diese Echos hier hinten habe. Also hier vorne in dem Fall. Ach, keine Ahnung. Es war trotzdem lustig mit, sie hat jemanden verflüssigt. Das war so, hä? Für Roland? So richtig so, er hat sich geschnallt. Hier ist nichts zu sehen und es ruckelt extrem. Leute, tut mir leid. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das Einzige, was ich wirklich machen könnte, wäre halt sonst notfalls das Spiel ganz kurz neu starten. Müsste mir dann aber den Guide wieder raussuchen. Ah, das sind alles immer so blöde Sachen. So. Da ist er doch. Also der Hinweis, wie man ans Echo kommt. Ah, ich hab's nicht schnell genug geschafft. Okay, letztes Echo. Jack hat sie wohl im Schnee einfach ihrem Schicksal überlassen. Die Raiders könnten Hilfe gebrauchen, du solltest sie finden. Noch ein Kammerjäger, was? Mal sehen, ob ich ihn auf meinem Rückweg nach Sanctuary per Echo erreiche. Gut. Du kannst jetzt gehen. Was? Ich bin doch gerade erst gekommen. Lala. Ich bin ein bisschen im Stress, weil ich einen Einfraukrieg gegen die Tundra-Banditen führe, damit du Jack jagen kannst. Aber wenn dir nach Gesellschaft ist, lasse ich den Firehawk-Kram sein und lass die Bloodshots Sanctuary überrennen. Nein, nein, du hast natürlich recht. Sicher? Ich könnte uns Kakao machen. Wir könnten über Jungs quatschen. Ich melde mich, wenn ich den Kammerjäger gefunden habe. Tut mir leid. Das... Sorry. Sich einfach desinteressiert geben, das wirkt. Finde ich schon irgendwie niedlich. Hat wieder so einen Charme für sich, diese Seitenhiebs quasi. Erstmal gegen die Wand fahren ist immer die beste Lösung. So. Dann wollen wir mal gucken, was denn jetzt so bei rauskommt. Nachdem wir das Namensspielchen und halt diese Kleinigkeit gemacht haben. So, das Tor senkt sich auch schon wieder da vorne, ihr seht es. Weiß zwar nicht, warum es sich jedes Mal aufs Neue schließen und öffnen muss. Aber hey, es ist nun mal so. Und soweit ich sehe, haben wir hier auch noch eine Art Missionsziel. Sehe ich das richtig? Egal. Ich gehe erstmal zu Hammerlock und gebe da die Bullymonk. Sache ab. Bullymonk ist trotzdem Mist. Aber mir fällt schon noch was Besseres ein, bevor mein Almanach erscheint. 28 mal 7 oder halt... Nee, das Schild ist Müll. So. Entschuldigung, Leute. Ich muss kurz niesen. Oh, da kam ich nämlich schnell nicht mehr an der Taste ran. Zumindest nicht allzu schnell. So. Und dann gehen wir mal eben noch... Ich weiß es. Zu Lilith müssten wir eigentlich. Lilith, ist die hier oder ist die jetzt noch in der Höhle?
Wenn sie noch in der Höhle ist, dann muss ich da nochmal hin, schnell. Ansonsten mache ich weiter eine Nebenmission, logischerweise. Ah ne, hier ist sie. Hi. Nun, da der Schnüffler tot ist und seine Aufnahmen zerstört sind, tappt Hyperion bezüglich Lilith Verbleib weiter im Dunkeln. Ja, als Belohnung kriegen wir auch noch... Danke. Je weniger Hyperion über mich weiß, desto besser. Du hast die Echos doch nicht abgehört, oder? Dumme Frage. War gar nicht anders möglich irgendwie. Okay, egal. Das gefällt mir. So. Jetzt können wir mal ganz kurz am Automaten unseren Kram verscherbeln. Oh, wir haben Skin. Kommando-Skin-Anpassung. Boah. Achso. Wir müssen natürlich erstmal rausschmeißen. Okay, dann fliegst du raus. Und, boah, du. Das war's. Granaten fliegt jetzt nur die hier raus. 419 oder 499. Ja, eigentlich macht das keinen Sinn, die aufzubewahren, weil ich mit den nächsten Level dann gleich wieder die nächste ausrüsten kann. Ja, dann kommen die weg. So. Achtundzwanzig sieben. Kann die weg. Wie viel macht meine aktuelle? 52,10. 52,10. Das. Ja, dann kann die auch weg. 100. Warte, was? Ich muss einfach hin und her gucken. Es tut mir leid. 171 war das. 171. Beide Snipers sind schlechter als meine derzeitige. Dann kommen die auch weg. Und das rüste ich ja eh nicht aus. Also. Kann ich zumindest nicht ausrüsten? Ja, gut. Jetzt habe ich immer noch 3 Granaten drin, ne? Wobei, die ist ja schon wieder allgemein schlechter. Also die habe ich ja nur zum Verkauf mitgenommen. Was übrigens lege ich da so lange? Die kommt auch raus. So. Maximale Gesundheit und Ladegeschwindigkeit. Oh, Moment, ich muss mich gleich die Nase putzen. Und das ist hier Gesundheitsregeneration, Schussschaden und Schildkapazität. Achso. Das war alles auf Level 12. Hoppla. Maximale Gesundheit und Ladegeschwindigkeit. Was habe ich momentan drin? Ladegeschwindigkeit oder und Magazingröße. Ne, dann behalte ich das erstmal bei. Gut, dann macht das alles Sinn. Achso, und ich sollte natürlich, wenn sich schon anbietet, den auch freischalten und. Ach ja. Ich vergesse das immer wieder, sowas, ne? Komm bald wieder und schau. Meine neue Waffe des Tages an. Was ist das hier? Hä? Achso, das ist eine Granate. Jetzt erkenne ich es gerade erst wieder. Entschuldigung, mein Gehirn ist gerade ein bisschen auf Sparflamme unterwegs. Aber hier ist auch sonst nichts, ne? Nee. Gut, dann gehe ich jetzt zum Automaten da hinten noch. Hoffe in Anführungszeichen, dass da noch was ist. Tot? Das kriege ich wieder hin. Da. Hey. Ich sollte vielleicht die Maus einfach aufhören zu bewegen, wenn ich sowas gucken möchte. Bitte will ich einfach die Hand davon wegnehmen. So, Schilde sind allgemein alle schlechter als mein derzeitiges. Ja. Na gut. Und dann zu guter Letzt nochmal zu dem Anpassungsautomaten. Okay. Ja, nee. Eher so nicht. Sehr schön, aber nein. Oh, okay, ja. Sehr schöne Anspielung. Nö. Okay. Vielleicht hätte ich schon früher hier den Automaten gesollt. Übrigens, die mit den Sternchen, dafür brauche ich DLC, logischerweise.
Vielleicht kaufe ich mir doch noch alle DLCs für Payday 2 bei Zeiten. Ich habe ja schon alle... Payday 2. Borderlands 2. Ich habe mir ja schon alle Payday 2 Dinge gekauft, von daher wäre das gar nicht so blöd. So. Alter, haben wir viel. Oh, hier, Anzug. Hätte auch was. So. Hey, warte mal. Ist ja genial. Aber nein. Ja, es ist schon recht cool, was man alles machen kann hier, also an Anpassungen. Aber ich brauche das Ganze gar nicht. Das ist... Hey, du hast eine Anpassungsstation gefunden. Du kannst sie benutzen, um dein Aussehen zu ändern und deine Skillpunkte zurückzusetzen. Was? Wozu das denn? Ich bin zufrieden, so wie ich skille. Ich hab nichts. Na egal. So. Was will ich denn hier hinten? Falsche Richtung, da ist der Ausgang. Achso, Moment. Was können wir denn gerade mal machen? Was steht denn so an? Steinpapier, Massenmord. Ja, können wir das nochmal eben machen? Das war ja eh hier drin, ne? Und wir finden heraus, wer es... wie es weitergeht. Ach nee, Quatsch, das war ja hier. Ach, Blödsinn, das brauche ich doch nicht. Ah, komm, dann machen wir das hier. Wenn ihr das hört und nicht zu durchgeknallt seid, um zu verstehen, was ich sage, dann kommt nach Sanctuary. Es ist mir egal, was Jack euch erzählt. Oder wie gut geschützt ihr euch fühlt. Die Hyperion-Armee kommt, um euch auszulöschen. Wenn ihr überleben wollt, dann schnappt euch eine Waffe, kommt nach Sanctuary und schließt euch den Crimson Raiders an. Okay. Ja, hatte ich das nicht schon? Und nun zur neuesten Ausgabe von Achtung Eilmeldung mit Hunter Hellquist. Ja dann, los. Hier spricht Hunter Hellquist von Hyperion Truth Broadcasting. Die Banditin Firehawk hat heute mit Hilfe eines unbekannten Komplizen mindestens 2 Dutzend unschuldige Pandorama ermordet. Achso, das hatten wir schon. Roland, hier ist Handsome Jack, erinnerst du dich? Meine Männer haben eure Banditenersch aus New Haven gekickt und deine kleine Freundin Lilith getötet. Der Mats. Egal. Wie ich höre, bist du und der Rest deiner kleinen Kumpels nach Sanctuary umgezogen. Wollte dir nur gratulieren. Du hast euer Ableben um ein paar Monate hinausgezögert. Ich werde so damit beschäftigt, dich sein Eridium abzubauen, um diesen Kammerschlüssel aufzuladen, den ich von eurer Freundin den Tennis gestohlen habe, dass ihr für eine Weile eine niedrige Priorität habt. Also, ciao. Okay. Das war recht interessant. Okay, wir halten fest. Ich muss jetzt zusehen, dass ich noch ein paar Level kriege, weil 2 müssen mindestens noch drin sein. Medizinisches Rätsel, genau, das kann ich ja mal machen. Dann renne ich mal eben ganz flink mal wieder zum Reiseautomaten, nenne ich das Teil mal. Und guck mal, wo ich da hin muss. So. Wie gesagt, ich nehme weitgehend alle Missionen zwar an, werde aber wahrscheinlich auch immer mal zwischendurch zu alten Orten zurückkehren müssen. Unter anderem wie hier. So, Karte sagt nach links. Huch. Okay, wir könnten theoretisch hier die Mission noch mitnehmen, weil wichtig und so. Ja, komm, machen wir.
Catch a Job. Entschuldigung, Catch a Job. Aufgezeichnete Nachricht beginnt. Ah, die Bloodshots töten uns! Ah! Aufgezeichnete Nachricht endet. Du hast das Happy Pig Motel gefunden, was? Die Bloodshots haben den Laden ordentlich aufgemischt, nachdem Roland sie aus Sanctuary vertrieben hat. Wenn du die Dampfpumpe reaktivierst, kannst du vielleicht alles wieder einschalten. Dann, ja. Mach ich das erstmal und dann das medizinische Rätsel. Niemand hat gesagt, in welcher Reihenfolge ich das spielen muss. Also Leute, regt euch mal ab. So, ich... weiß ja nicht. Aussieht, hast du die Waffe gefunden, die meine Patienten durchlöchert. Tu mir den Gefallen und nimm sie ihm ab. Dr. Mercy, ach, welch ein Zufall, dich suchen wir. Dein schicker Doktortitel nützt dir jetzt auch nichts mehr, oder Mercy? Gut gemacht, Kammerjäger. Durchsuche seine Leiche und nimm ihm diese schräge Knarre ab. Ja komm, wir nehmen einfach auch nichts mehr mit, was nicht irgendwie in irgendeiner Weise nützlich ist. Okay. Wenn ich Leute mit E-Tech-Schusswunden behandeln soll, brauche ich viel mehr solcher Verletzungen für Übungszwecke. Warum probierst du Doc Mercys E-Tech-Waffe nicht an hiesigen Banditen? Jo, schon verstanden. Schöne Idee. Aus! Anscheinend wandelt diese Waffe durch die Medium-Technologie-Kugeln in irgendwas um. Energie und so Zeug. Gott verdammt, die Medium ist abgefahren. Schön, dass man jetzt das nicht gehört hat. Aber leider überlagern sich die Stimmen von den Echo und von denen, die ich hier gerade auf mich zulaufen habe. Lalalala. Ich habe Nachforschung angestellt und es sieht aus, als ob es da draußen jede Menge E-Tech-Waffen für dich gibt. Blaster-Rifles, Plasma-Kanonen, Railguns, wunderbar gefährlich. So, jetzt kann ich nachladen. Wer hat sich denn ausgedacht, bitte 25 Gegner damit zu killen? Hat derjenige nicht ganz kurz mal nachgedacht, dass es ein bisschen viel sein könnte? Also nur ganz eventuell. Ach komm, nehmen wir die zum Verkaufen wieder mit. Lohnt sich einfach auch mehr. Ach komm, jetzt lach nicht, dass hier keine mehr sind jetzt dadurch. Ach komm schon. Wir kommen hier einfach nur raus. BZW auch rein. Wo komme ich denn da raus, wo ich eben war, bei der Treppe? Also was ist das für ein Ende? Ist das ein Dead End? Oder wie, oder was?
Okay, ja, ist wahrscheinlich ein Dead End. Ich sehe hier jetzt auch nichts Besonderes oder nichts Auffälliges. Kann zwar mal hier raufklettern, in der Hoffnung, irgendwas Spezielles zu finden, aber auch hier Fehlanzeige. Na gut. Dann muss ich wohl erstmal das mit der Pumpe korrigieren. Kein Zimmer frei. Ich wiederhole, es tut mir leid, aber mein Schnuppen. Es ist einfach. Es läuft wie Wasser. Ich habe halt keine Ahnung, woran es liegt. So. Oh Mann, die Dampfpumpe macht's auch nicht. Ich verstehe. Und ich erkläre dir jetzt ganz langsam, was zu tun ist, damit du's auch kapierst. Bereit? Das Ding ist total im Eimer. Such nach Ersatzteilen von anderen Pumpen in der Nähe des Motels. Geistes Gefühl aller Zeiten. Okay. Das sieht doch nicht. Ich wette meine letzte Niere, dass in der Pumpe da eine Sicherung steckt. Öffne einfach den Sicherungskasten und schnapp dir das Scheißding. Alter, reicht jetzt auch mal, ne? Wow! Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Aber ich hab's in der Aufnahme, Leute. Da soll ich hier jetzt eine andere Waffe nehmen. Zum Glück gar nicht seltsam. Nein, nein. Okay, so. Wie schaut es eigentlich wieder mal mit unserer Zeit aus? Wir sind in der Zeit. Ich würde sagen, dann machen wir mal hier wieder einen kurzen Cut, einen kleinen Sprung, wie auch immer. Wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus. Haut rein und ciao.